RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, Lenny, das ist echt der Hammer. Wir befinden uns 200 Meter über dem Erdboden. Ja, stimmt. Aber musst du das so betonen, Alter? Ich bin absolut nicht flugtauglich. Bedeutet, ich kotze gleich alles voll hier, wenn das noch lange dauert. Mensch, typisch Lenny. Kaum mal ein wenig in der Luft und schon dreht's ihm den Magen um. Naja, du, ich lauf mal zum Piloten. Bau nur keine Scheiße, Alter. Ich will heil im Amiland ankommen, also verwickel den in keine Gespräche. Und Alter, lad die nicht auf eine Runde ein oder sonst was. Ich will heil landen. Mach ich schon nicht. Keine Sorgen, Torgen. Ach, der Mord wieder. Der hat's gut. Der verträgt sowas und ich kotze mir fast alles raus. Ich bin ja gespannt, wie in Amerika ist so. Naja, wir haben ja nur 3 Tage. New York gewonnen, aber na gut, einen geschenkten Gaul, dem schaut man halt nicht ins Maul. Ah, muss man mal gucken, ne, wie man das dann hinkriegt. Ey, Lenny, komm mal vor, Alter, das musst du dir ansehen. Okay, komm ja schon. Mann, was der nur wieder vorhat. Hey, Lenny, das glaubst du nicht. Das glaubst du mir nicht. Warten, hast du ein Centstück gefunden oder eventuell ein Kleeblatt? Ach nee, das geht ja hier oben gar nicht. Nein, viel krasser. Schau mal hier ins Cockpit, Alter. Und was siehst du? Nicht, gar nicht. Ein paar Armaturen, viele Lämmchen, 2 Flugknüppel und 2 leere Sitze. Ach du Scheiße, 2 leere Sitze. Und nee, oder? Doch, Alter, die 2 Piloten sind weg. Ach du Scheiße. Meinst du, das waren die Talibans? Nun baut sich das wie ein Film von mir auf. Ach Mann. Pass auf, Murat. Ja, mach ich, aber auf was? Du sollst mir zuhören. Also, das war sicher so. Vorhin sind doch die 2 Typen durch den Gang gelaufen. Du meinst den Dicken und den Fetten? Praktisch dick und dick? Nein, die nicht. Ich mein Werner und den anderen Typen. Hm. Du denkst, Werner ist ein Taliban? Ach komm, ich mein, naja, vom Außen her wird es ja passen. Faltengesicht, verwegener Blick, blaue Augen. Sag ich ja. Und der andere Typ, das war nicht der Kapitän, sondern ein Taliban, Alter, der den echten Kapitän vorher aus dem Weg geräumt hat. Ja, ich wusste schon immer, dass Werner ein Taliban ist. Der spricht auch völlig komisch. Der spricht sicher talibanisch. Den versteht ja eh kaum einer, richtig. Ganz genau, talibanisch war das. Hey, wir sind echt gut. Wir können talibanisch verstehen. Hm, aber wo sind die beiden nun hin? Ach du Scheiße, die sind zusammen auf dem Bord-WC, direkt hinter mir links. Die haben sicher ihre Bombengürtel umgebunden. Los, lass uns schnell die Tür abschließen. Hier ist der Schlüssel für. Wo hast du denn den her, Alter? Tja, ich war letztes Jahr eine Woche auf Malle und beim Flug bis dahin habe ich diesen Universalschlüssel einfach behalten. Alter, Dieb du, von wem hast du denn sowas nur? Von dir. Und nun schließ ab. Schon passiert, Alter. Und nun, wer fliegt denn das Ding nun? Wir, mein Bester, fliegen das Ding. Schließ das Cockpit ab, Alter. Wir wollen doch die Stewardessen nicht verunsichern. Mensch, Lenny, du bist echt eine coole Sau. Du willst mir doch nicht echt erzählen, dass du das Ding steuern kannst. Ihr Talibans, ihr kommt hier nicht rein. Wir werden euren Anschlag vereiteln. Und zu dieser Frage, Murat, na Lego kann ich das. Ich habe 2 Jahre an meinem PC jede Woche den Microsoft Flugsimulator gezockt. Wenn einer das Ding hier runterbekommt, dann icke. Ach so. Na okay, dein Wort in Gottes Ohren. Ich bin mal gespannt. Mach du mal. Hey, ich stelle mich gegen die Tür. Denke aber, ich kann das nicht mehr lange halten. Also, mach mal hin. Muss auch nicht, mein Bester. Muss auch nicht. Denn da vorne, besser gesagt, da unten ist der New Yorker Airport. Flight 214 Alpha Frankfurt to New York. Geht das auch in Deutsch? Over. Ja, so ein bisschen gebrochen Deutsch sprechen wir hier auch im Tower. Also, Sie haben Landeerlaubnis für Landebahn 17 und, wie gesagt, gute Landung. Also, okay, hier, ist alles in Ordnung. Aber die Talibans, die haben das Flugzeug gekidnappt und wir haben sie überwältigt und im WC eingeschlossen. Over. Das ist very good. Okay, wir informieren die Flughafenpolizei und machen unter dem Flughafen dicht. Okay, gut, wie gesagt, Landebahn 17, bitte landen Sie dort. Okay, ich land die Bude in Nauhauber. Ganz genau, land das Ding. Ich hab den übelsten Durst. Ich auch, mein Bester, ich auch.